Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandido TV. In der heutigen Folge ist auf einmal das Polizeiauto weg. Haha, viel Spaß. So, da wäre ich auch schon. Auf zu einem neuen spannenden Arbeitstag. Ich bin gespannt, was heute so alles passieren wird. Heute bin ich endlich mal wieder fast den ganzen Tag auf Streife. Und den Papierkram mache ich einfach morgen. Ha, das wird gut. Oh! Ah, Herr Räuberschreck, gut, dass ich Sie hier noch erwische. Ich wollte sowieso noch zu Ihnen. Ah, Herr Polizeipräsident, guten Morgen und was verschafft mir denn die Ehre? Nun ja, das neue Jahr hat gerade gestartet und was steht da an? Natürlich alle wichtigen Inspektionen. Alles wird genau geprüft. Und natürlich auch die Fahrzeuge. Und was heißt das? Das heißt, ab heute müssen alle Polizeiautos nach und nach zur Inspektion. Und dann fallen sie natürlich für einen Tag aus. Und heute fangen wir mit Ihrem Auto an. Was mit meinem Auto? Aber ich fahre heute doch den ganzen Tag auf Streife. Ich brauche mein Auto. Tut mir leid, aber die Pläne sind schon gemacht. Daran gibt's jetzt nichts mehr zu rütteln. Wir haben natürlich auch Alternativen. Alternativen? Das heißt, ich bekomme für heute ein anderes Auto? Nein, nein, Autos haben wir nicht über. Oh, aber was dann? Ein Motorrad vielleicht? Nein, die Motorräder sind auch schon alle belegt. Aber ich habe etwas Besseres. Etwas, womit sie schnell sind und wendig und fit bleiben. Okay, und das wäre? Nun ja. Psst, was denkt ihr, was Toni heute für ein Fahrzeug bekommt? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was eure Vorschläge sind. Auch wenn ihr nicht richtig liegt, vielleicht können wir die Idee ja für nächstes Jahr nehmen. Also dann, Herr Räuberschreck, folgen Sie mir bitte. Tada! Ein Fahrrad? Wirklich? Haben wir nichts anderes mehr auf Lager? Was haben Sie an einem Fahrrad auszusetzen? Es ist schnell, es ist wendig und besonders in der Stadt können die Diebe Ihnen nicht so leicht entkommen. Sie können damit immerhin überall fahren. Naja, auch nicht überall. Ich habe ja auch gar kein Blaulicht. Da kann ich doch zum Beispiel nicht durch die Fußgängerzone fahren. Wie soll ich denn die Passanten warnen? Nun, auch dafür haben wir gesorgt. Sie haben eine sehr laute Fahrradklingel. Das ist Ihre Sirene. Und das hier ist Ihr Helm. Oh, ist das Ihr Ernst? Mein vollster Ernst. Na los, Herr Räuberschreck. Und morgen sind ja die anderen Kollegen auch damit dran. Das wird ein gutes Training, glauben Sie mir. Ach, na gut, wenn Sie meinen. Oh Mann, ich kann gar nicht glauben, dass ich das wirklich machen muss. Was hat der Polizeipräsident sich bloß dabei gedacht? Schick siehst du aus, Toni. Hast du irgendwo auch noch eine Hupe versteckt? Und musst du jetzt immer wiu wiu machen, wenn du über eine Kreuzung fährst? Haha, sehr witzig. Wartet es nur ab, in den nächsten Tagen müsst ihr auch so auf Streife fahren. Also lacht jetzt nicht zu laut. So, ich mache mich jetzt mal auf in die Stadt. Vielleicht geht der Tag so schneller rum. Und dann habe ich mein Auto im Nu wieder. Hepp, und los geht's. Oh Mann, ich hoffe, wenn unser Auto in der Inspektion ist, wird ein Motorrad frei. Jupp. Oh, ich bin so lange schon nicht mehr Rad gefahren. Ui, das ist ganz schön holprig. Hä, was war das denn? War das etwa Toni Räuberschreck? Oh, was zu mir? Ja, Moment. Was war das denn? Hä? Oh, das sieht ja lustig aus. Oh Mann, hoffentlich ist mein Auto morgen wieder fit. Toni, hey Toni. Hä, wo kommt das denn her? Und wer ist da? Toni ist Hagrid. Der Funkspruch kommt aus deinem Helm. Da ist ein Walkie-Talkie drin. Oh, verstehe. Was gibt's denn, Hagrid? Ja, wir wurden gerade zu einem Überfall in der Bank gerufen. Kommst du bitte sofort dorthin? Officer Weasley und ich sind gerade beim Juwelier beschäftigt. Okay, alles klar. Ich mache mich sofort auf den Weg. Toni Räuberschreck übernimmt den Fall. Die Gerechtigkeit wird siegen. Oh. Keine Bewegung, verstanden? Na los, Micha, hauen wir ab, bevor die Polizei hier noch auftaucht. Ja, bin direkt hinter dir. Sehr gut. Da haben wir Fettbeute gemacht. Hey, stehen bleiben! Hä? Was war das denn? Ist das etwa Toni? Sieht ganz so aus. Was hat er denn da auf dem Kopf? Ist das ein Blaulicht? Ja, hat die Polizei etwa kein Geld mehr für Streifenwagen? Naja, egal. Lass uns abhauen, der holt uns eh nicht ein. Ja, alles klar. Und? Abfahrt! Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich auch nicht. Hey, Polizei, stehen bleiben! Hey, stehen bleiben! Ah, oh nein, keine Chance, die hole ich doch niemals ein.
Oh Mann, das mit diesem Fahrrad war wirklich eine blöde Idee. So kann man doch nicht vernünftig auf Streife fahren. Und das Recht nicht zu einsetzen. Oh Mann, das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass mir Verbrecher entwischt sind. Hagrid, hey Hagrid, kannst du mich hören? Die Verbrecher fliehen in Richtung Pandido City Wald. Es waren Micha und Johnny. Ich wiederhole, es waren Micha und Johnny. Mit dem Fahrrad konnte ich sie nicht einholen. Kümmert ihr euch darum? Alles klar, wir machen uns schon auf den Weg. Oh Mann, naja. Ich mach jetzt erstmal Pause. Ach Mann, hätte ich das gewusst, wäre ich wahrscheinlich heute zu Hause geblieben. Das hätte der Polizeipräsident wirklich etwas früher ankündigen können. Vielleicht hätte ich dann ja auch ein eigenes Einsatzauto organisiert. Aber naja, es hilft ja nichts. Jetzt muss ich das Beste aus der Situation machen. Und jetzt habe ich erstmal Pause. Hey Kollege, machst du auch gerade Pause? Oh, hey Timo. Ja, genau. Bist du etwa auch heute mit dem Fahrrad unterwegs? Ganz schön blöd, dass sie heute die ganzen Autos einziehen. Ja, ich bin auch mit dem Fahrrad unterwegs, aber ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Was? Warum das denn? Na, ich habe mich freiwillig dafür gemeldet, das hält fit. Aber warum hast du dich denn freiwillig gemeldet? So erwischt man doch keinen einzigen Gangster. Und man ist ganz schön schnell aus der Puste. Ja, naja, du hast ja auch nur das Übergangsmodell. Das ist für Notfälle. Mein Fahrrad hat einen Motor. Was, wirklich? Na, kein Wunder, dass du noch so fit aussiehst. Na, du siehst dafür ziemlich erledigt aus. Ist das wirklich so anstrengend? Ja, naja, ich bin es auch überhaupt nicht gewohnt. Naja, ich muss mich jetzt auch nur noch den Nachmittag durchbeißen und dann habe ich es geschafft. Ist nur etwas ärgerlich, dass mir ausgerechnet heute ein paar Verbrecher durch die Lappen gegangen sind. Ich muss jetzt zur Wache. Ich muss nämlich den restlichen Tag Akten bearbeiten. Hey, aber wie wäre es, wenn wir die Fahrräder einfach für den restlichen Tag tauschen? Dann hast du das Schnelle mit dem Motor. Und du musst nicht mehr diesen albernen Helm tragen, den sie einem zu diesem Fahrrad geben. Oh, was, wirklich? Das wäre super. Vielen Dank, Timo. Na, kein Problem. Komm dann einfach heute Nachmittag zu meinem Büro, wenn du fertig bist. Und dann tauschen wir die Fahrräder zurück. Alles klar, so machen wir es. Jetzt haben die Gangster wirklich keine Chance mehr. Na also, das sieht doch schon viel besser aus. So haben die Gangster keine Chance gegen mich. Na dann mal wieder ab auf Streife. So, dann hoffen wir mal, dass ein Funkspruch reinkommt. Mit diesem kleinen Motor fährt sich das Fahrrad fast wie von selbst. Toni, hey Toni. Na Hagrid, da seid ihr wieder. Konntet ihr die beiden schnappen? Ja, konnten wir. Das ist kein Problem gewesen. Wir wussten ja, wohin sie unterwegs waren. Sehr gut, da bin ich erleichtert. Ich habe jetzt auch ein kleines Upgrade bekommen. Ein Kollege hat mit mir das Fahrrad getauscht. Jetzt bin ich schneller unterwegs. Sehr gut, Toni. Dann kann ich dich ja gleich zum nächsten Auftrag schicken. Na klar, worum geht's? Die Pizzeria wird gerade überfallen. Fahr bitte sofort dorthin. Alles klar, ich bin sogar ganz in der Nähe. Perfekt, ich übernehme den Fall. Na los, mach noch mehr. Na, aber ich kann nicht noch mehr machen. Das sind doch alle Kartons, die ich habe. Na gut, dann muss das reichen. Und rühr dich nicht vom Fleck, verstanden? Ich mache nichts, versprochen. Na dann, ich hoffe, das reicht für alle. Na, da vorne ist die Pizzeria ja auch schon. Also, wer hätte gedacht, dass das so einfach ist? Hä? Oh nein! Hey, stehen bleiben! Was? Ein Polizist auf einem Fahrrad? Als ob der mich jemals einholen würde. Na dann, hau ich mal ab. Oh, Polizei, stehen bleiben! Oh nein, er ist immer noch viel zu schnell, aber Moment mal. Hatte Timo nicht irgendwas von einem Turbo gesagt? Der muss doch hier irgendwo... Ah, der Knopf vielleicht? Wow! Wow! Ein Polizist auf einem Fahrrad, wie lächerlich. Ja, Moment mal, was sehe ich denn da im Rückspiegel? Der kommt ja mal näher, wie kann das denn sein? Ich fahre da schon super schnell. Ja, da muss ich vielleicht noch mehr Gas geben. Stehen bleiben! Na, oh, ich brauche einen Plan. Oh, aber ich sehe da was. Hm, das könnte funktionieren. Hör auf, Sven, das kann nicht gut gehen. Doch, ganz bestimmt. Pass auf. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr Anlauf nehmen. Hallo, Jungs. Wow. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Ah, hey, was war das denn? Ah, hab ich dich. Ah, wo kommst du denn her? Gute Arbeit, Toni. Ich wusste, dass du es schaffen wirst. Ja, mit diesem Fahrrad ist es vielleicht doch gar nicht so übel. Vielleicht kann ich das ja ab und zu mal gegen mein Auto tauschen. Aber nicht dauerhaft.
Ich bin dann doch froh, wenn ich mein Auto morgen wieder zurückbekomme. Das glaube ich. Und so lange kümmere ich mich um die Verbrecher, die du fängst. Also, wir fahren jetzt zum Gefängnis. Na los, ab ins Auto. Ja, ja, ist ja schon gut. Hey Leute, oh Mann, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Was meint ihr? Möchtet ihr mehr solcher Folgen sehen? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr den Kanal abonnieren. Klickt dazu einfach auf den runden Panda-Kopf hier oben. Und noch mehr spannende Abenteuer aus Pandido City findet ihr hier rechts im Bild. Also Leute, viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!